Moin, meine lieben Heimwerker-Freunde. Ja, heute mal in ganz ungewohnter Atmosphäre. Ich bin heute beim Andi. Andi und ich, wir haben mal geschnackt. Wir wollen uns mal wieder besuchen, wieder treffen. Komm mal her, hier kommen wir rein. Nicht nur alleine, sag ich. Ja, ich bin auch hier. Hi. Ja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ich komme dich besuchen, aber unter einer Bedingung, ich möchte definitiv mal drechseln. Das letzte Mal wollten wir irgendwie auch, sind wir irgendwie von abgekommen, glaube ich. Ne? Ja. Ich wollte irgendwie. Können wir auch nie Zeit. Wollte sagen, wir sind immer nur am Sabbeln und ja, ist eben. Naja, auf jeden Fall heute habe ich was mitgebracht. Ich habe wieder mein Gartenholz mitgebracht. Das Bongossi-Holz, da würde ich ganz gerne so einen Griff drechseln. Jetzt sagst du aber, könnte schwer werden, ne? Weil das ja, ziemlich hartes Holz ist. Ziemlich hart ist und wir auch noch gegen die Faser drechseln. Ja. Das könnte splittern. Müssen wir gucken. Probieren wir einfach aus. Ja, ansonsten nehmen wir was anderes. Du hast ja definitiv was liegt. Ja, auf jeden Fall. Also es könnte sein, dass das hier ein Drechsel-Video wird. Oder irgendwas anderes. Ja. Auf jeden Fall wollen einige nicht was ausprobieren. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt los und wir wünschen euch viel Spaß bei diesem Video. Genau. Heimwerker-Time. Da bin ich mal echt gespannt. Ich habe auch noch nie mitgearbeitet. Mir ist sowieso mal aufgefallen, dass ich noch mit keiner anderen Tischkreissäge außer mit meiner PTS-10 gearbeitet habe. Oh. Ich habe noch nie mit einer anderen Tischkreissäge gearbeitet. Ja, das ist schon. Die ist schon geil. Ja, werde ich ja wohl mit umgehen können, ne? Davon gehen wir stark aus. Bin mal gespannt. Das, der ist doch vernünftig eingestellt hier. Also den kann ich vertrauen. Der steht nur auf dem 10 drin. Die Antwort ja hätte auch einfach gelangt. Nee, das einfach ist nur noch präziser. Einfach nur ja, stimmt. Ist gut. Okay. Brauchst du auch nicht so festballern oder was? Ne. Oh, cool. Geil. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Da bewegt sich gar nichts. Cool. Wofür hast du jetzt hier diesen hier oder kann ich den wegmachen? Den kannst du wegmachen. Ja. Stück zurück. 3 Monate nicht mehr in der Werkstatt, ich weiß noch nicht mal, wie die Säge hier funktioniert. Jetzt haben wir den hier. Hast du eine Rohrbommels? Ja, sind alle oben. Was sollen die Zuschauer denn denken, Mensch? Ohne Ohrbommel. Also ich habe jetzt Ohrbommels hier drin. Junge, Junge. Absauganlage. Hier? Ja. Wie die an? Hier. Brauchst mal ein neues Säge, oder? Ja, stimmt. Hast du gut erkannt. Das ist stumpf wie Sau. Ja, was ist das? 30 oder so? 24? Ja. Finde ich geil, ne? Ich muss ja, bei mir ist das immer so, ich muss Sachen anfassen. Ja. So, wenn ich den jetzt bewege, denke ich so richtig so wieder so, der rollt kräftig. So. Finde ich richtig gut. Bin gleich begeistert. Ja. Ja, cool. Vor allem für den Kurz, ne? Ja. Kannst nichts verkehrt machen, ne? Schön groß. Ja, du hast ihn noch höher gebaut, ne? Und diese Platten, kann man die rausnehmen hier, diese? Ja. Also, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Oberfräse oder so einlassen willst, oder zum Beispiel, ne? Ja. Okay. Absauganlage raus. Alles leise auf, finde ich. Wir haben, Absauganlage bringt natürlich viel, ne? Ja. Vor allem, wenn man den Schieber zulässt. Ja. Ja, ist nicht meine Werkstatt. Vergesse ich immer wieder. Deswegen steht ja auch Absaugung drauf. Ach, wie geil ist das denn? Damit du das nicht vergisst. Ja. Weil ich immer vergesse, dass die hier auch. Wie geil, ey. Dann hängst du hier. Ah, okay. Ja, ja, genau. Zack, aufmachen. Ja, Alter, guck. Ja, nee, ist ja auch in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass du es selber mal einsiehst. Ja. Das hattest du verlängert oder so, ne? Irgendwas hast du doch nochmal umgebaut hier, oder? Genau. Dieses hattest kannst du verlängert. Hier unten kannst du lösen. Ja. Ach, weiter nach hinten ziehen, ne? Genau. Dann kannst du die ganze Geschichte. Also hast du hier die Schiene nochmal untergebaut oder hast du gemacht? Nee, du hast das so untergebaut, dass du das hier nochmal drauf verschieben kannst, auf so eine Rail quasi. Genau, das. Ja. Ja, ja, weil du brauchst ja nur den Nullpunkt, brauchst du ja nur hier. Genau. Ja. So kannst du das so weit ausbauen. Ja, cool. Vor allem, dass du das selber verstellen kannst. 73 cm. Ja, 100 Pro, ist doch geil. Ja, klar. Ja. Ja, auch nicht schnell gemacht, ne? Schiebst das wieder zurück, fährst hier wieder die beiden Schrauben ein und dann kannst du das Ding wieder festschrauben. Ja. Ja. Warum nicht? Ja, dann schrauben die. Ja. So Freunde, wir haben das Ganze jetzt mal eben zugesägt oder ich habe zugesägt, ich habe auch das erste Mal mit der TKS 250. TS 250. TS 250 von Holzmann gesägt.
Klingt ganz cool, fühlt sich auf jeden Fall sehr stabil an. Ja, jetzt sagt der Andi, dass wir das vorbohren müssen, ja, um das einzuspannen. Also zwischen den Spitzen, dafür ist das zu hart. Und dann denke ich mal, die Zentrierspitze, die haut das halt weg. Also würde man bei anderen Hölzern dann das nicht unbedingt vorbauen, würde das so einspannen dann oder wie? Also wir haben hier so eine Zentrierspitze, theoretisch, die sieht so aus. Und die hat auch so Zacken da drauf. Normalerweise würde es reichen, das so hier zwischen den Spitzen einzuspannen. Mhm. Aber dadurch, dass das so ein hartes Holz ist, denke ich mal, dass uns das, wenn wir nur einmal hängen bleiben mit dem Meißel, ja, dass wir dann durchreißen. Achso, dass ihr das gleich, ja, okay. So, so bauen wir jetzt ein Achterloch, ja, schrauben das dann richtig fester rein, okay, und dann haben wir mehr. Also ist das jetzt eigentlich mehr oder weniger für die Sicherheit, genau, dass wir jetzt auf der sicheren Seite sind, dass uns das, genau, Teil nicht rum. Also du machst das nicht immer, bei jedem Stück machst du das? Nee, nee. So? Also man kann gut zwischen den Spitzen drehen. Ja. Aber bei hartem Holz. Da guckst du schon, dass du es vorbohrst, ja, dass es halt mehr und dann mehr Sicherheit, genau, ist. Ja, okay. Ja. Aber das bohrst du hier mehr halt. Das bohrst du. Ja, kann man ja machen. Du musst auch was machen. Reicht nicht meine Anwesenheit? Nee, nee. Mal sehen hier. Achso, wir haben noch gar nicht die Mitte angezogen. Ich dachte, das machst du ihm mit Auge. Ist vor allem auch so ein? Nee. Hat mir noch keiner gebaut. Das ist in 5 Minuten, ne? Ja, weiß ich. Das ist cool, das Ding. Ja, sicher. Immer wieder geil, ne? Mit dem Bohrern. Das habe ich mir nicht gedacht, dass wir da das Ding kaum reingeschraubt kriegen. Sind so weit rein. Was machst du denn allein, wenn du alleine hier bist? Ja, habe ich keinen Bambi rein. Kein Bambossi. Bambossi, genau. So, nochmal. Ich schlank das nicht. Da kommen wir nicht rein. Wie, der ist doch drin. Oder was? Dreh weiter. Machst du das lang nicht? Nein. Man wäre es nicht einfach, wenn du das Holz drehst und ich halt hier hinten fest. Können das auch festsetzen. Du bist ja witzig. So, warum soll ich das da reinbringen? Dreh du das da rein? Gehört das mit zum Drehen? Ja. Erst mit der Hand drehen und dann mit den Drisseleisen. Papa, mach das. Guck mal, siehst du, das läuft doch. Ja. Muss man nur mal norddeutsche Hände dran lassen. Cool. So. Oder noch mehr, oder wie? Jetzt wechselst du hier was? Oder was machst du jetzt? Nee. Jetzt setzen wir das hier schön in den Bank. Wenn man mal so überlegt, ist ja an so einer Drechselbank ja jetzt nichts dran, ne? Ja. Nur ein Motor. Genau. Eine Aufnahme, die sich dreht. Ja. Und halt was zum Kontern, so, ne? Ja, ja. Im Prinzip ist es ja. Die ersten Drechselbänke vom Wurfkraft gab es ja auch mal eine. Hast du neu? Ja, ja, genau, dieses, was du so mit der Bohrmaschine irgendwie. Genau, genau, ja. Ist das jetzt neu? Ist das jetzt in der Mitte? Nee, bist du jetzt noch rausgegangen, ne? Ja, weil das nicht in der Mitte war. Achso, wollen wir zum Gucken. Okay. Wolltest du noch eine Kamera hier aufbauen? Ja. Nee? Ja, quasi auch nicht. Ja, also ich filme. Klar, filme auch noch ein bisschen. Oder nimmst du das einfach mit in den News rein? Ja. Guck mal, so ist das eben. Wir stehen hier, wir arbeiten und bereden aber gleichzeitig auch noch andere Arbeit. Was wir machen können oder nicht. Oder nicht. Oder, ja. Ja. Das war's schon? Nee. Ja. Dadurch, dass hier das Loch drin ist, werden wir hier den Griff rauswechseln. Mhm. Griff, Handbreite. Das heißt also, das Stück wird reichen. Wollte für ganz, ja, der darf nicht zu lang sein, weil ich sonst, wenn ich rübersteige, dann komme ich da. Also der Griff, der ist jetzt für meinen Rasenmähertrecker, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, gell? Ja, und den habe ich hier an der Seite, ist der ja für die Gänge quasi, also für vor und zurück. Ja, ja, so um den Dreh genau. Ja. Was sind das dann? 13 cm? Ja, mach mal 14. Ja. Da sehen wir auf jeden Fall schon mal,
wo wir hin müssen. Ist das auch die Drechselgeschwindigkeit, die du gerade hattest? Nein. Nein, das war noch sehr langsam. Das war jetzt ein Schleifen. Ja, weil das wirkt in einem Video immer so, dass das voll abgeht. Ja, macht das auch gleich. Okay. So, Meister. Vor allem Meister. Ja. So, nehmen wir mal hier so eine Schubröhre und nehmen wir die hier. So, erklär mir mal, was ist was jetzt? Ist das so das Gängigste, was man so... Das ist für die Anfangsbearbeitung. Dieses. Das ist einmal eine grobe Schubröhre, wo du gut abhobeln kannst, aber auch eine schöne Fläche hast zum Abhobeln. Und das ist dann hinterher eine, womit du eine schönere Oberfläche bekommst. Auch eine Schubröhre. Damit quasi das Grobere abtragen und das hier näher, das Feinere, um das genau zu verfeinern. Das ist auch das, was du immer so schräg ansetzt, ne? Das sind diese Eisen hier. Also, genau. So, die Fläche hier, die muss, wenn du dann hier so dran bist, muss so ein bisschen parallel sein. So, und dann drehst du dann. Also du gehst von dieser Spitze hier hin aus. Jetzt ist es aber so, ich bin ja Linkshänder. Ja, also, dann musst du mich hier so hinstellen, ne? Ja, ist ja scheißegal. Okay, also dann immer so im, weiß ich nicht, keine Ahnung, 45 Grad oder so, je nachdem, wie es hier vorne dann halt geschliffen ist. Genau. Okay. Und dann ist das die Richtung auch egal, wohin ich schiebe? Ja, du musst eh beide nicht drechseln. Also ich drechsel linkshändig. Ja, ist klar, dass ich hier nicht so stehe, also wenn ich am Angeln bin, ist klar. Aber nee, auch so. Geht es jetzt darum, dass ich jetzt so drechsel oder kann ich auch gleichzeitig so wieder zurück oder muss ich den dann drehen? Du musst drehen. Also ich muss quasi immer mit dieser Schmiege am Holz dran sein. Du musst dir vorstellen, das Holz dreht sich zu dir. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt so bist, also du drechselst jetzt, du fängst jetzt so an, drehst den und dann irgendwann hast du einen Span. So, und dann hast du ja die untere Schneide, die dreht dann. So, wenn du jetzt zurückgehen würdest, wird sich ja hier gar nichts tun. Weil du ja nicht schneidest. Also der läuft ja nicht in den in die Schneide rein. Das heißt also, andersrum müsstest du dann halt so, dann auch so drechseln. Kannst aber auch immer wieder von vorne anfangen. Ja. Völlig egal. Ja. Nee, aber mir war jetzt nur wichtig, dass wenn ich jetzt zurückgehen würde oder so, dass dann nichts passiert. Also in dem Sinne, dass das jetzt verkantet oder so ist. Nö. Drechselt einfach nur nichts ab, weil der nicht an dieser Schneide. Genau. Ja. So, Höhe einstellen eben. Ein bisschen unter der Mitte. Also diesen Abstand hier. Ich glaube, ich hole mal eben die Kamera ein bisschen ran, dass ich das hier auch nochmal mit angucken kann. Also dieses hier zum Beispiel hast du ja auch eingestellt. Machst du das irgendwie so Pi mal Auge oder guckst du, gibt es da so eine Regelung, dass man sagt, hier einen Zentimeter Luft lassen zu dem Werkstück oder so? Ja, oder? Du musst halt eine Auflage haben, aber der darf natürlich jetzt hier nicht auf der Schneide liegen. Das also wenn das jetzt noch dichter dran wäre, dann wäre das jetzt quasi so, dass du mit dem Eisen zu wenig Auflage hast und wirst du zu schnell wegrutschen. Ja, genau. Und deswegen guckst du immer einfach selber so, dass du hier so nochmal 1,5 Zentimeter oder Zentimeter Luft hast, dass du einfach nochmal ein bisschen mehr, also es geht eigentlich nur um die Auflage. Ja, ja, klar. Muss ja richtig schön auflegen. Ja, okay. Ja, und anfangen. So dreht es sich ja schon mal ganz gut. Ja. Wie entscheidest du das jetzt mit der Schnelligkeit? Einfach mal nach Pi mal Auge. Okay. Dafür habe ich zu wenig Plan. Ja. Dass ich jetzt weiß, welche Geschwindigkeit für welches Holz. Ja. So, und dann fängst du an und schneidest noch nicht. Und findest den Punkt. So, jetzt schneidet er und jetzt geht er rüber. Also sobald er am Anfang stehen wird, dann ziehst du rüber. Genau. Okay. Mach mal erst aus, wir müssen uns erstmal einmal angucken, was sich jetzt quasi da getan hat. Ja, also, es reißt. Ja, es reißt dann, ja. Okay. Das ist schon ätzend. Weil wir mit der Faser, also wir schneiden die Faser längs ab und deswegen reißt das dann. Mhm. Aber das kriegen wir hinterher hin, wenn wir dann mit anderen Werkzeugen arbeiten. Okay. Also ich würde ja jetzt dann, jetzt muss ich mal überlegen. So, ne? Genau. Würde ich ja. Ja. Du hältst hier unten irgendwie noch so, hier so, drückst du hier so drauf oder was? Ja, du musst den Meißel auf jeden Fall hier drauf drücken. Also pressen? Ja. Sag's einfach so halb. Einfach mal probieren. Du musst ja auch noch schieben können. Okay.
Also du setzt ihn auch erst gerade an? Nein, so nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Genau, so. Warte. Ja. So, dass du ans Holz kommst, ja, und dann drehst du. Ja. Und irgendwann hast du einen Span. Okay. Jetzt oder was? Zum Beispiel. Du bist so winklig da dran. Du bist so winklig da dran. Du musst ein bisschen weiter weg. Mhm. Also du gehst so runter, guckst nach dem Span. Das machst du dann auch, dass du zwischendurch mal eben anguckst. Ja, guck mal, wird das schon. Also um zu hören im Lauf, ob das schon rund ist oder nicht, legst du einfach, ja, weil du diese Unwucht hörst, hier ist durch, ja, und da, also ist da noch nicht rund. Ah, okay. Ja, aber das kannst du ja oft benutzen. Auch. Ja. Von jetzt, wo ich die ganze Zeit da so drauf gucke, bin voll gespannt, wenn du gleich ausmachst, wie das aussieht. Ja, also ich finde Drechseln auch. Also hätte ich nie gedacht, ja, nie, dass mir Drechseln so einen Bock macht. Ne? Nicht mal ansatzweise. Ist ja auch schön, dass die Leute da vielleicht auch wieder mehr so zukommen. Ne? Auch jüngere Leute so. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe Drechseln immer so mit ganz alten, ja, Menschen so verbunden. So, weißt du, so Drechselvideos, entlangweilig. So bärtige Typen, ja, die irgendwo, genau, im tiefsten Bayern stehen und drechseln, ja, so, ne? Aber ich finde es echt cool. Ne? Also was ich jetzt so sagen kann, ne? Ja. Bin jetzt schon begeistert und hätte echt Bock drauf. Also. So, und dann habe ich hier. Oh. Mein selbstgemachtes Wax. Ja, für draußen ist auch Wax natürlich am besten, ne? Ja. Alter, das fühlt sich schon total gut an. Ja. Ja, ohne Flachs, hier stehst du hier manchmal auf und fährst das einfach nur an und denkst immer, toll, oder nicht? Ja. Oder? Ich wollte eigentlich Griff machen. Ach komm, ich mach mir einen Jocken Dildo. Geschützt, ne? Ist schon wieder geil. Sieht cool aus, ey. Komisch, dass es so Dinge gibt, wo man sich so begeistern kann. Ne? Ja, ne? Nur durch die, so, man sieht es, man fasst es an und denkt, boah, und man ist total begeistert. Man könnte sofort der Klumpen, oder? Ja, aber man hat ja nichts davon. Nein, so im Prinzip. Trotzdem jetzt. Aber trotzdem, oh. Total, ja, schön. Gut. Bienenwachs und Walnuss. Gut, selber gemacht, ja. Stark. Nur vom Zuschauer gekriegt, Bienenwachs. 100% Bienenwachs. Hast du geschickt gekriegt? Ja. Oder? Richtig cool. Ja. Und seitdem nehme ich das auch sehr gerne. Ne? So, Freunde, das ist jetzt hier das schöne Stück. Der kleine Griff für den Rasenmäher, den ich mehr oder weniger gedrechselt habe. Also Anja hat mir auf jeden Fall ein paar Sachen gezeigt, wie man das am besten machen kann. Anja hat auch das meiste gedrechselt, kann man ja auch so sagen, ist ja nicht schlimm. Ja. Auf jeden Fall so, um halt mal so ein bisschen so ein Gefühl zu kriegen. Ist auf jeden Fall cool geworden. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Drechseln, glaube ich, echt Spaß macht. Also mir hat es jetzt auf jeden Fall schon tierisch Spaß gemacht, da so ein bisschen das Eisen dran zu halten. Jetzt haben Anja und ich vorhin nochmal eben eine kurze Pause gemacht und haben irgendwie nochmal überlegt, weil ich wollte gerne noch ein bisschen mehr drechseln. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt sogar ein richtiges Projekt quasi machen. Genau. Also Andi für Andis Kanal. Er wollte sowieso mal irgendwie ein Video machen, wo er so ein bisschen
drechseln erklärt oder wie soll man sagen? Ja, auf jeden Fall versuchen, ne? So ein bisschen so Grundkenntnisse oder ja. Irgendwie. Ist das ein relativ einfaches Projekt, was wir jetzt vorhaben? Ja, wir machen jetzt ein paar Pilze. So Pilze, ja. Holzpilze irgendwie. Genau. Und das ist ganz gut so für den Einsteiger oder wie? Keine Ahnung. Was ich habe als erstes Pilze gedrechselt. Achso, das war so dein erstes, ja, genau. Was du als erstes gemacht hast, ja. Und deswegen hattest du gedacht, könnte man das ganz gut. Genau. Irgendwie genau. Auf jeden Fall machen wir jetzt noch ein Video für Andi jetzt separat, aber ich werde jetzt trotzdem noch ein bisschen filmen. Dann könnt ihr noch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und dann gucken wir mal. Ich werde den hier auf jeden Fall noch anbauen. Das werde ich glaube ich auch noch mal zeigen. Da mache ich noch mal so eine kleine Sequenz von, dass ihr mal seht, wie ich das an dem Rasenmäher mit angebaut habe. Und dann fahre ich glaube ich noch mal ein bisschen durch den Garten oder irgendwie so. Auf jeden Fall bereiten wir jetzt mal eben alles vor und dann will Andi mir noch mal ein bisschen mehr erklären. Und also vielleicht darf ich ja dann auch noch mal drechseln. Ja, kriegen wir doch hin. Auf jeden Fall schaut ihr schön mit zu. So, Freunde, ich bin jetzt hier unten beim Andi im Keller. Ich laufe gerade ein bisschen rum. Andi macht gerade sein Video und erklärt gerade so ein bisschen. Ja, hallo meine Lieben. Und zwar habt ihr ja letzte Woche gesehen, wie ich die Wand gemacht habe. Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen Birke. Und das spannen wir uns jetzt ein und dann drechseln wir uns mal erstmal einen kleinen schönen Pilz. Ja, viel Spaß beim Video. Yeah. Ich habe ja gesagt, dass wir so ein bisschen Backstage aufnehmen. Ich gucke hier gerade, ich stöber gerade ein bisschen rum. Ich nutze gerade die Zeit, weil er gerade beschäftigt ist. Auf jeden Fall, hier sind überall steht schöne Hölzer rum. Ich glaube, Andi hat ja glaube ich auch schon mal ein Video gemacht von seiner Werkstatt und alles drumherum. Also hier ist auf jeden Fall noch jede Menge Potenzial. Oh mein Gott, mal anfangen. Ja, jetzt müssen wir die Geschwindigkeit finden, wo die Maschine nicht mehr ganz so schlägt. Ja, lassen wir erstmal so, hauen wir erstmal hier was weg. Wie du es abnimmst oder wie doll da dran presst oder was. Oh, ich glaube, das lasse ich an. Was meinst du jetzt? Ich glaube, das lasse ich alles. Das Double? Ja, ja. Willst du einfach nur jetzt fertig? Einfach nur mal. Ja. Okay. Freunde, ich bin jetzt mal eben rausgegangen. Andi macht ja wie gesagt sein Projekt. Ich gucke mir das Ganze so noch ein bisschen mit an. Werde dann selber auch noch mal gucken, dass ich so einen Pilz drechsel. Wollte er mir auf jeden Fall zeigen. Er macht jetzt selber einen noch fürs Video und zeigt mir dann noch mal, wie man das selber, also wie ich das dann halt auch drechseln kann. Also mein erstes Fazit so zum Drechseln. Ich finde es echt cool. Es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich höre es ja immer wieder. Leute, die drechseln, sagen immer, das beruhigt unheimlich. Und das kann ich definitiv bejahen. Also ich habe jetzt innerhalb von, keine Ahnung was ich habe eine Viertelstunde gedrechselt oder so und habe gleich irgendwie das Gefühl gehabt, das entspannt. Also das geht, glaube ich, ganz schnell, diese Wirkung vom Entspannen beim Drechseln. Ja, ich habe auch noch gar keine Ahnung, wie ich dieses Video jetzt genannt habe oder nennen werde. Es soll euch einfach mal so ein kleiner Einblick sein, dass ich beim Andi war und habe ihn mal wieder besucht. Andi und ich treffen uns ja regelmäßig und ja, quasi so meine allerersten Drechselversuche. Gucken, vielleicht nehme ich gleich noch mal das ein oder andere auf, wenn ich gleich den Pilz drechsel. Ich kann natürlich nichts erklären, weil ich ja selber
wie gesagt, das erste Mal jetzt am Drechseln bin. Aber so einen kleinen Einblick vom Besuch beim Andi und so ein bisschen hinter die Kulissen ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Wie gesagt, Andi macht ja jetzt gerade sein Projekt, wir können auch noch mal eben reingucken. Ja, also er ist hoch konzentriert da in der Gänge und erklärt natürlich auch das ein oder andere. Deswegen, ich werde gleich mal schauen, wenn er fertig ist, dann, wie gesagt, dann will ich ja selber auch noch mal was drechseln und mal ein paar Tipps reinholen. Und also ich glaube, das wäre vielleicht echt mal eine Sache, wo ich auch Lust zu hätte. Muss ich mal gucken, wie Zeit und Geld da ist. Kostet ja auch immer alles so ein bisschen. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat das Video irgendwie gefallen. Wie gesagt, es ist jetzt kein reines Drechsel-Video oder so. Es ist einfach so ein kleiner Vlog, wo ich eben halt ein bisschen gedrechselt habe, den Andi besucht habe. Habt ihr ja jetzt gesehen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wer gerade neu auf meinem Kanal ist, kann ihn gerne kostenlos abonnieren. Freut mich immer riesig drüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Projekt. Euer Kreativbär. Ciao. Andi, sag mal Ciao. Ja, ich habe heute auch hier einen Besucher. Den Mike. Und genau. Also die Rinde soll das hier jetzt nicht komplett wegmachen, ne? Ja. Mach hier schon eine Runde rein. Nee, pass auf, du bist zu weit drin. Ja. Outtakes. Outtakes, ja genau. Ja, hallo meine Lieben. Heute gibt es mal wieder ein kleines Video aus der Werkstatt. Das Mike ist da. Komm mal ran hier. Das war nicht abgesprochen. Ah, warte. Nee, stopp. Jetzt kriegst du mich gar nicht drauf. Ich hab noch meine Funkstrecke gar nicht an. Oh Gott, kann ich nochmal vorbereiten.